Heute, liebe Freunde, tun wir uns was Gutes. Ihr seht, ich habe hier eigentlich nur Zitronen, eine Menge durchsichtiger Gefäße, ein bisschen Flüssigkeit. Heute machen wir Limoncello selber. Es wird richtig gut. Wichtig, unbehandelte Bio-Zitronen, die wir haben. Wir haben reinen Alkohol, 95%. Ich habe das in Deutschland immer mal wieder gesehen, dass wenn Leute Limoncello selber gemacht haben, als Alkoholmasse dann einfach irgendwie nur so einen Wodka oder einen geschmacksneutralen Korn genommen haben. Macht es nicht, holt euch einfach wirklich einen reinen Alkohol, 95%. Ihr braucht normales Wasser, stilles Wasser und Zitronen und nachher Zucker, um den Zuckersirup zu machen, der noch dazukommt. Wie man es dreht und wendet, die Zutaten werden nicht mehr, es ist also wirklich nicht viel da. Ihr braucht einen Sparschäler und ich fange einfach an, die Schalen abzunehmen. Denn was ihr wirklich hier von den Zitronen nur braucht, ist halt echt nur die Schale und dann nachher könnt ihr halt einfach den Rest verwahren. Und ja, entweder macht ihr halt irgendwie gerade einen Cocktailabend und wollt euch da noch irgendwie frischen Zitronensaft selber pressen. Also schaut da selber irgendwie, was ihr damit machen wollt. Vielleicht macht ihr auch noch irgendwie was Salatartiges oder irgendwie was anderes, wo man dann halt einfach den Saft noch braucht. Ich schäle jetzt auf jeden Fall erstmal. So, Luigi, hast du denn schon mal Limoncello selber gemacht? Tatsächlich kannte ich diesen Begriff bis eben noch nicht. Also es ist Neuland. Siehst du, wieder was gelernt. Also es wird ein richtig schöner Zitronenlikör für dich und die Leute da draußen, die den dann nachher selber machen werden. Ja, wunderbar. Ich habe ja schon gesagt, das ist eigentlich auch schon der anstrengendste Part hier an diesem Rezept. Was wir jetzt machen, ist, wir nehmen uns ein Wegglas, das hier, nehmen die Zesten, so, und schmeißen sie alle da rein. Und nehmen jetzt den Alkohol und füllen auf. Verschließen das Ding und shakern das so ein bisschen. So, da so ein bisschen, dass sich alles schon mal verrührt. Jetzt haben wir so ungefähr 3 Wochen Pause, denn was ihr jetzt machen müsst, ist das Ding in einen relativ temperaturneutralen Ort zu stellen, an einen dunklen Ort und das so knapp so zwischen 2 und 3 Wochen ziehen zu lassen. Wie ist das denn passiert? 3 Wochen wie im Flug vergangen. Wir haben natürlich auch schon was vorbereitet gehabt und ihr seht, es hat eine etwas gelbere Farbe gekriegt, auch die Zitronen. Zesten haben so ein bisschen was abgegeben, also es gibt so kleine leichte Stücke, die sich bilden, ist aber an der Stelle auch gar nicht schlimm. Das soll so sein, ist normal, wird am Ende auch nochmal alles abgesiebt, aber jetzt kommt der nächste Step. Jetzt machen wir den Zuckersirup, dafür brauchen wir 750 Milliliter Wasser, die tun wir jetzt in den Topf. Los geht's. Richtige Ladung Zucker ist das jetzt hier. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Ganze aufkocht und dann ist es halt eigentlich auch fast schon fertig, denn wir brauchen am Ende so ein bisschen so eine sirupartige Masse. Der Moment ist da, wo die Bläschen hochkommen, bedeutet für uns, der Moment ist da, an dem wir den Herd ausdrehen. Wir haben das Ganze jetzt abkühlen lassen. Ich habe mein Wegglas hier. Ich könnte einen Trichter benutzen für den Sirup. Ja, ich mache es mal auf sicher und dann geht das alles rein zu unserem Rest hier. Jetzt auch noch mal 2 bis 3 Wochen weg. Wie gesagt, seichtes Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt, vor allen Dingen dunkel und dann holen wir es wieder raus. So Leute, wir haben das Ganze wieder ein bisschen ziehen lassen, haben das natürlich auch für euch vorbereitet. Also ihr seht, könnt das jetzt noch mal so ein bisschen so shakern und guck mal hier, das Ganze hat jetzt auch schon wirklich eine Limoncello-artige, leckere Farbe gekriegt. Also ich freue mich schon richtig drauf, das zu trinken. Plopp. Nehmen wir uns einen Trichter. Der kommt hier hin, aber es kommt nicht direkt von da rein, denn ich brauche noch was. Das war so ein feines Sieb. Jetzt muss ich natürlich irgendwie gucken, dass ich das bei diesem dicken Wegglas hier irgendwie gebacken kriege. Aber das wird schon. Los geht's. Und ihr seht halt, es fängt halt hier nicht nur die Schalen auf, sondern auch so ein bisschen ein paar stückige Sachen, falls noch irgendwie was dabei ist. Nicht mehr kaufen, sondern ihr habt ihn selber richtig schön angerichtet dann auch noch.
Und so sieht das Ganze dann aus. Natürlich lasse ich mich aber auch nicht lumpen, bevor ich den jetzt wegstelle. Also der ist ja jetzt auch nicht warm oder so, der war ja ganz normal dunkel gelagert. Werde ich natürlich erstmal so einen kleinen Shot, weil natürlich auch Nachmittag ist, nur einen kleinen Shot probieren. Boah, was für ein Zitronenaroma. Boah, richtig, richtig geil. Also wenn ihr das Ding selber macht und dann euren Gästen serviert, Chapeau, dafür werdet ihr extrem gefeiert. Das war unser Limoncello-Rezept für euch. Ich hoffe, ihr werdet es nachmachen. Ich hoffe, ihr schreibt dann vor allen Dingen, wie gut es euch gelungen ist, in die Kommentare. Abonniert gerne, lasst einen Daumen nach oben da, drückt vor allen Dingen die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich auf die nächste Runde, ihr hoffentlich auch. Ciao.